Nach dem Ausverkauf im DAX in der vergangenen Woche decken sich die Anleger zum Beginn der neuen Woche erneut mit Aktien ein. Der deutsche Leitindex notierte kurz nach Handelsstart am Montag rund 0,5% höher bei 17.821 Punkten. Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben sei, würden die Anleger darauf setzen, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region komme, hieß es. Die Deeskalation im Nahen Osten beruhigt die Finanzmärkte natürlich und stabilisiert sie nach doch deutlichen Preisschwankungen, die wir in den letzten Wochen festzustellen hatten. Dass die USA jetzt ein 60 Milliarden Unterstützungspaket für die Ukraine abgeschlossen haben, hilft natürlich politisch der Stabilität, gerade auch unter den westlichen Verbündeten, deutlich. Bei den Einzelwerten bauten die Aktien der Rüstungskonzerne Rheinmetall und Hensoldt ihre anfänglichen Gewinne von bis zu rund 1,5% schnell wieder ab. Rund 30 Minuten nach der Eröffnung notierten sie 0,5% schwächer und kaum verändert. Börsianer hoffen indes auf positive Impulse aus der laufenden Berichtssaison. Geplant zur Veröffentlichung nach Börsenschluss am Montag sind etwa die Zahlen des deutschen Software-Riesen SAP. Wegen schwindender Zinssenkungshoffnungen würden die Anleger jetzt nach neuen Kaufargumenten für Aktien suchen und hoffen, einen Grund in den Bilanzzahlen der großen Unternehmen zu finden, sagten Analysten.